Herzlich willkommen zusammen zu einem neuen Terra Life Plus Tutorial. Ich möchte euch heute zeigen, wie ihr ganz, ganz viele Dinge selber herstellen könnt. Die Tierfütterung hat sich hier erweitert und wir können den Tieren ganz spezielle Sachen füttern, wie zum Beispiel Eiweißschrot, Sonnenblumenschrot, CCM, aber auch Getreideschrot und vieles mehr. Und ihr könnt das alles teuer im Shop kaufen. Aber wenn ihr eure eigenen Getreidesachen auf dem Feld anbaut, dann habt ihr die Möglichkeit, zum Beispiel Eiweißschrot auch selber herzustellen. Und ich möchte euch heute ganz viele Sachen zeigen, die ihr tatsächlich selber herstellen könnt. Möglichkeit Nummer 1 wäre einmal CCM. Dafür braucht ihr quasi diese Stademühle hier. Die gibt es einmal im Shop. Die findet ihr hier. Und wenn er die kauft oder leiht, dann könnt ihr hier auswählen Getreidemühle oder CCM-Mühle. CCM-Mühle habe ich jetzt hier, da könnt ihr dann Körnermais reinfüllen und dann das Rohr quasi ausklappen. Motor starten. Dann können wir aus diesem Körnermais hier Maisschrot herstellen. Allerdings, wie ihr seht, wenn ihr jetzt hier genau hinschaut, landen auf dem Anhänger wieder Maiskörner. Das liegt einfach daran, dass zum aktuellen Zeitpunkt, wo ich das Video aufnehme, da noch ein Fehler drin ist. Mit dem nächsten Update hat die Farming Agency gesagt, wird das Ganze dann funktionieren und dann bekommt ihr hier schönen Maiskornschrot auf euren Anhänger. Und den könnt ihr dann direkt so füttern oder ihr könnt den Maiskornschrot in Silo packen, in Fahrsilo, walzen und zudecken, abwarten und dann wird daraus CCM. Zusätzlich habe ich hier auf dieser Mühle drauf, da vorne ist es, einen Tank Luprosil. Ja, kann man schwer lesen, aber da seht ihr, das steht da dran. Und den könnt ihr einfach mit dem Stapler hier reinfahren. Den könnt ihr auch im Shop kaufen. Und das ist ähnlich wie Siliermittel beim Ladewagen. Damit kommt dann ein paar Prozent mehr raus beim Mahlvorgang, wie es eigentlich ursprünglich war. So, für Getreideschrot gibt es genau dieselbe Mühle. Müsst ihr halt entsprechend im Kaufmenü auswählen. Auch hier habe ich eine Ladung Luprosil rein. Und jetzt, wenn ihr Getreideschrot herstellen möchtet, habt ihr mehrere Möglichkeiten. Schaut mal, wenn wir hier an den Wagen ranlaufen, dann sehen wir das. Wir müssen Mischweizen, Mischgerste und Mischhafer verwenden. Und zwar von jedem brauchen wir mindestens 10%. Das müssen wir erstmal da reinfüllen. Für Mischweizen können wir Sommerweizen oder Winterweizen oder Hirse, Sorghumhirse nehmen. Für Mischgerste, Wintergerste oder Sommergerste und für Mischhafer, Hafer oder Dinkel. Ich habe jetzt hier schon je über 5000 Liter von den ersten zweien drin. Jetzt muss ich noch ein bisschen Hafer reinfüllen. Habe ich zufälligerweise hier in meiner Schaufel. Könnt auch Dinkel nehmen. So, ich mache den jetzt mal nicht voll. Aber zumindest die 10% brauche ich. Dann seht ihr auch schon, dann werden die Prozente hier in Klammer grün. Und wenn hier alles grün ist, dann könnt ihr hier einsteigen und könnt das Rohr hier rüberklappen auf den Anhänger eurer Wahl. Und dann startet der Mahlvorgang. Und dann bekommt ihr hier wunderschön Getreideschrot. Achtet unbedingt drauf, dass wirklich das Mischungsverhältnis auch passt. Ansonsten kommt euer Getreide ganz raus, wie es beim Mais gerade eben war. Ja, seht das, Getreideschrot. Und laut Fütterungstabelle gibt es ja doch schon einige Tiere, denen wir in Getreideschrot füttern können. So, dann geht es weiter. Wir haben hier eine sehr, sehr spannende Schrotmühle. Die könnt ihr bauen. Findet ihr hier drin. Und zwar ist die hier hinten. Na, jetzt bin ich... Ich bin komplett falsch. Baumenü. Hier müssen wir rein. Bauen. Produktionen. Und hier ist die.
ihr könnt ja bauen, kostet 5000 Euro. Und dann taucht die bei euch in den Produktionen auf, ist diese Schrotmühle hier. Aus der könnt ihr rein theoretisch auch Getreideschrot mahlen. Und zwar bräuchtet ihr da eine von diesen vielen verschiedenen Früchten. Tatsächlich ist es hier ja viel, viel einfacher. Ihr könnt zum Beispiel einfach nur rein aus Säukumhirse Getreideschrot mahlen. Ihr könnt hier drin auch Maiskornschrot mahlen. Und hier drin können wir Sonnenblumenschrot, Rapsschrot und Eiweißschrot mahlen. Sonnenblumenschrot, geht mal Sonnenblumen rein. Rapsschrot, geht mal Raps rein. Eiweißschrot, müssen wir Sojabohnen oder weiße Lupinie oder was warst du nochmal? Und der hier, Leinsamen. Genau, Leinsamen reinfüllen. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt mal, damit ihr auch seht, wie diese Produktion hier funktioniert. Also, ich befülle die jetzt mal. Nutze hierfür erstmal mal ein bisschen Hafer, den ich hier noch habe. Zack. Einfach drüber kippen, in die Produktion reinschauen. Und ihr seht schon, hier ist Hafer drin. Können diese Linie hier aktivieren und sie sollte dann was produzieren. So, dann machen wir weiter und zwar, was brauchen wir? Mais, Körnermais, können wir Körnermais rein. So, kann nicht mehr durchgeführt werden. Liegt wohl daran, dass Körnermais voll ist. Das heißt, wir können jetzt aber auch Maiskornschrot schon mal aktivieren. So, dann brauchen wir ja Sonnenblumen. Sonnenblumenkerne. Das sind sie. Auch voll, können wir Sonnenblumenschrot aktivieren. Dann brauchen wir Raps und wir brauchen noch Leinsamen zum Beispiel. Das heißt, ja, jetzt können wir auch den Rapsschrot aktivieren und den Eiweißschrot. Jetzt könnte man theoretisch einfach die Zeit mal ein bisschen vorspulen. Und wir schauen hier rein auf die Endprodukte. Getreideschrot haben wir schon. Wir haben jetzt schon von allem was produziert, wie ihr hier seht. Und es steigt einfach weiter. Ich würde einfach sagen, ich lasse es hier mal ein bisschen laufen. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt haben wir von allem was hier drin. Und jetzt stellen sich sicherlich einige von euch die Frage, ja, wie kriege ich das jetzt hier raus? Ganz einfach, ihr fahrt einfach hier hin mit eurer Schaufel, dass die da ist. Wenn ihr das F1-Menü jetzt habt, steht da R für Befüllung starten. Und dann wählt ihr hier aus, zum Beispiel Getreideschrot. Und dann kommt er hier rein. Einmal Getreideschrot in die Schaufel drin. Und dann mit R auch wieder stoppen. Können unsere Schaufel auch wieder entleeren und wieder R drücken und jetzt wählen wir zum Beispiel mal Eiweißschrot aus. Jetzt kriegt man hier Eiweißschrot rein. Und so könnt ihr hier die ganzen einzelnen Sachen rausholen. Rapsschrot, Maiskornschrot, Sonnenblumenschrot. Und auf die Art und Weise könnt ihr jetzt 5 neue Schrotsorten herstellen und die entsprechend nutzen. Rein vom Durchsatz her
würde ich behaupten, ist diese Schrotmühle hier sehr, sehr langsam. Ihr seht einfach, die macht 9600 Liter innerhalb von einem Monat. Und ihr müsst auch bedenken, wir haben hier wochenweise, also wir haben sowieso schon vier Tage pro Monat. Wenn wir jetzt hier vorne mal reinschauen, allein in der Zeit, wo ich das Video hier aufgenommen habe, haben wir hier schon 10.000 Liter Getreideschrot drauf. Also das waren jetzt hier nicht mal 10 Minuten, wo das da durchgelaufen ist. Von dem her würde ich euch empfehlen, diese kleine Mühle für die speziellen Schrotarten zu nutzen, die ihr sonst nirgends anders herstellen könnt. Sonnenblumenschrot, Rapsschrot und Eiweißschrot. Wenn ihr von den zwei oberen wenig braucht, könnt ihr die auch machen. Aber ansonsten empfehle ich euch für die oberen zwei definitiv die Stademühle. Ja, und ansonsten wollte ich euch auch noch informieren, dass es im Baumenü auch unter Produktionen zwei Fermentersilos gibt hier. Wir können uns die mal kurz anschauen. Einmal 15.000 und nochmal 15.000. Und das eine, das rechte, ist das obere und das untere ist das linke hier entsprechend. Und da drin könnt ihr quasi aus aufbereitetem Gras Grassilage machen. Ihr könnt Heusilage machen. Also es kommt im Endeffekt immer ganz Pflanzensilage raus. Heißt Heusilage, weil es aus Heu hergestellt wird. Häckselgutsilage ist aus Ganzpflanze und Strohsilage aus Weizenstroh. Durchsatz, ja, sind dann 120.000 Liter im Monat. Das andere hier, da ist ein bisschen anders aufgebaut, haben wir 600.000 Liter Durchsatz im Monat. Da könnt ihr aus Wiesenheu, aufbereitetem Gras und Ganzpflanze entsprechend auch Ganzpflanzensilage machen. Falls ihr sagt, hey, normales Fahrsilo ist nichts für mich, dann sind das hier entsprechend die Alternativen, die ihr nutzen könnt. Gut, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es war informativ für euch. Ihr habt was gelernt und wisst jetzt, wie man die ganzen Sachen kostengünstig herstellen kann. Habt einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Iltis. Ciao, ciao.